2140 Minuten im Wasser, schwimmen bis zum geht nicht mehr. 24 Stunden, die Zeit läuft. Weil man verrückt ist. Weil ich wassersüchtig bin. Einfach den Körper neu kennenzulernen. Alleine oder im Team, das Ziel, so viele Kilometer zu absolvieren wie nur irgendwie möglich. Chilem, 38 Jahre alt aus Freiburg, und Elmar, 46 Jahre alt aus Recklinghausen, gehören zum Team Warmduscher. Die ersten Stunden werden die beiden alleine absolvieren. Erst in der Nacht bekommen sie Verstärkung. Also zum Essen zwischendurch haben wir immer so Müsli-Riegel. Und wenn man länger Sport macht, braucht man immer Magnesium, dass man keine Krämpfe bekommt. Oder wenn man bemerkt, ich habe einen Krampf, dann nehme ich schnell so einen Magnesium-Stick, so ein Pulver, und dann geht's gleich wieder weiter. Hier habe ich mir so ein isotonisches Pulver reingemacht. Da fülle ich jetzt so Wasser rein und das trinke ich dann während dem Schwimmen. Genau. Und das ist eigentlich so, jetzt ist das die erste Einheit bis zur nächsten Pause. Und dann gibt es ein bisschen was zu essen, was anderes. Mal gucken, was ich da nachher essen werde. Und ja, genau. Elmar ist schon im Wasser und arbeitet an den Kilometern fürs Team. 25 Meter, umdrehen und wieder zurück. Nach 50 Metern gibt es ein Gummiband, so lassen sich die Kilometer am besten zählen. Jetzt ist auch Chelim bereit. Die wassersüchtige Sozialpädagogin startet in ihr 24-Stunden-Schwimmerlebnis. Ihre Bestleistung liegt bei 35 Kilometern. Chelim und Elmar schwimmen im Team. Es gibt aber auch Einzelstarter wie Sascha aus Würzburg. Der Langstreckenschwimmer hat geplant, mindestens 20 Stunden im Wasser zu sein, 60 Kilometer zu schwimmen. Team Warmduscher schwimmt Kilometer für Kilometer, doch sie haben auch Konkurrenz und die schläft nicht, noch nicht. Insgesamt 401 Starter kämpfen mit sich selbst und den 24 Stunden. Wer am Ende die meisten Kilometer geschwommen ist, hat gewonnen. So weit wie es geht weitermachen. Also klar werden die Etappen kürzer, sag ich mal. Die Pausen werden häufiger, aber durchziehen. Also schlafen im Moment eher nicht. Aufgeben ist keine Option. Das Team motiviert, die letzten Reserven werden mobilisiert. Doch andere können einfach nicht mehr. Nur ein paar Minuten aus dem Wasser, ein bisschen schlafen. Team Warmduscher bleibt wach. Und um 23 Uhr kommt Ulrich endlich dazu. Er unterstützt Chelim und Elmar. Also die Faszination ist so, ich bin früher eigentlich immer nur einzeln im Wettbewerb gestanden, dann auch als Triathlet. Und hier beim 24-Stunden-Schwimmen schwimme ich meistens dann auch im Team mit dann. Und das genieße ich eigentlich, da freue ich mich drauf, wenn wir uns regelmäßig sehen dann. Und einfach diese 24 Stunden dann intensiv dann zusammen schwimmen oder zusammen reden, zusammen uns austauschen dann auch. Team Warmduscher haben mit Ulrich einen erfahrenen Schwimmer. Sie sind auf Platz 3, aber die Nacht ist ja noch nicht zu Ende. Am Morgen sieht man dann die Anstrengung, auch bei Einzelschwimmer Sascha. Er war 20 Stunden im Wasser, gibt seine letzten Gummibänder zum Zählen ab. Aber schon jetzt ist klar, mit 60 geschwommenen Kilometern hat er gewonnen. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Jetzt einfach nur die letzten paar Minuten genießen und dann irgendwann zusammenpacken, duschen und dann nach Hause. Team Warmduscher konnte in der Teamwertung den dritten Platz verteidigen. Viele der 24-Stunden-Schwimmer sind heute an ihre Grenzen gegangen und einige sogar darüber hinaus.